die Unterstützung brauchen, dann... Würden Sie backen und den Kuchen vor Ort verkaufen? Wenn, dann Waffeln. Die kann ich gut. Perfekt. Ich habe mich noch mal ganz neu in dich verliebt. Aber ich habe was Komisches gefunden. Nicht bewegen! Das ist eine Bombe. Nicht bewegen. Das ist eine Mörsergranate. Die wurde von der Artillerie verschossen. Das ist offensichtlich ein Blindgänger. So ein Quatsch. Quatsch, die ist mit Sprengstoff gefüllt. Der Aufschlagzünder könnte noch intakt sein. Eine falsche Bewegung kann genügen. Dann rufen Sie Hilfe, rufen Sie die Bundeswehr, GSG 9, Polizei, rufen Sie irgendjemanden an. Ja, das ist eine gute Idee. Und gehen Sie verdammt noch mal auf Sicherheitsabstand. Nein, nein, nein. Ich lasse Sie hier nicht allein. Herr Lüder, gehen Sie weg. Nein. Musst du nicht eine Soße ansetzen? Musst du nicht hier? Ins Büro, ja. Wir sehen uns heute Abend. Ja. Bittest du mich gerade um ein Date? Um eine Nacht. Matthias, mein Lieber. Hallo, Gunther. Sag mal, bist du mir nicht noch einen Gefallen schuldig? Ich habe mit meinen Männern das Feuer auf deinem Gut gelöscht. Ich habe deine Schwester aus den Flammen gerettet. Nö, ich glaube nicht. Andersrum. Ich habe für dich die perfekte Tanzpartnerin für den Tanzwettbewerb. Tanzwettbewerb? Das Charity-Event. Thomas Janssens Bürgerstiftung, womit er Geld für die Feuerwache sammeln will. Ich dachte, er wollte bei finanzkräftigen Bürgern und Unternehmen Klinken putzen. Auch. Also, bist du dabei? Jetzt mal ehrlich. Wer genau hat von dir verlangt, dass du mit ihr an diesem Tanzwettbewerb teilnimmst? Hm? Merle. Ja, aber ihr seid doch befreundet. Ich meine, du kannst sie doch nicht einfach abschieben. Abschieben klingt so negativ. Außerdem, du bist der bessere Tänzer. Also ich glaube, der Oberbürgermeister braucht nur jemanden, um für seine Veranstaltung zu werben. Und da bist du als einer der oberen 10.000 der Stadt der perfekte Mann. Ich mag solche Veranstaltungen nicht. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Das ist ein Charity-Ball der Feuerwehr. Wie sieht denn das aus, wenn ich als Branddirektor den Tanzwettbewerb gewinne? Du musst doch nicht gewinnen. Also, wenn ich mitmache, dann gewinne ich auch. Wenn es deiner Freundin so wichtig ist, dann reiß dich doch mal zusammen und mach einfach mit. Ich zeig dir auch noch ein paar schöne Tanzschritte. Merle hat sich schon damit abgefunden, dass ich nicht zur Verfügung stehe. Thomas hat heute Abend bei sich zu Hause zu einem kleinen Abendessen geladen. Also, wenn du Lust hast. Na, wenn das für ihn in Ordnung ist, klar. Ja, was gibt's? Alles klar, wir rücken aus. Wir haben einen Einsatz, ich muss los. Und was ist mit dem Tanzwettbewerb?
Na? Ja. Lange Nacht mit Kim? War ein Wahnsinnskonzert, Hammer Stimmung. Und danach? Danach waren wir noch im Club tanzen. Wie eng? Sehr eng. Dann auch wieder nicht. Wie man also tanzt. Ja, aber es läuft doch, sobald du dich ein bisschen entkrampfst. Und sie wollte nicht mit mir nach Hause kommen. Und du wolltest mal wieder alles? Ja, normalerweise dauert es nicht so lange, bis ich eine Frau klar mache, oder? Wie lange hast du Frauke damals bearbeitet? Eben, Frauke war eben auch eine Ausnahme. Edda hast du erst rumgekriegt, nachdem du mein Gedicht geklaut hast. Also bitte, Edda war ja wirklich was Besonderes, das weißt du doch. Was ist mit den Frauen davor, danach, daneben, ne? Gut, okay, bei dem wollte ich auch nicht, dass sie bleiben. Ich hab's eben nicht mehr drauf. Kim ist eine Barfrau, die wird dreimal am Tag angebaggert. Mindestens. Von wem? Die mach ich auf die Nase, du. Um dich von den Typen an der Bar abzuheben, brauchst du eine Strategie, was Originelles. Strategie, was redest du denn da für ein Quatsch? Doch. Vergiss es, ich schreib dir kein Gedicht. Komm, das letzte Mal hat's auch geklappt. Ich muss arbeiten. Außerdem schreibe ich gerade an einer Kurzgeschichte. An einer Liebesgeschichte? Nein. Okay, okay, ich komme auch ohne dich klar. Mir fällt schon was ein. Okay, Männer, wir haben einen G2-Blindgänger in einem Schrebergarten. Polizei und Kampfmittelräumdienst sind verständigt und im Anmarsch. Löschzug 1 verlegt zur Laubenkolonie Goldene Scholle. Es besteht keine Brandgefahr für Wohnhäuser. Es gibt auch keine Gasleitungen in der Nähe. Die Polizei wird das gesamte Gebiet absperren und evakuieren. Wir werden uns hinter der Polizeiabsperrung bereithalten und im Falle einer Detonation die Gegenmaßnahmen einleiten. Das... Moment. Feuerwehr und Rettungsdienst. Ah. Ja, wo befinden Sie sich denn? Alles klar, wir kommen sofort. Und gleich noch ein B2 obendrauf. Ein Feuer in der Ortsnetzstation Adendorf. Wahrscheinlich ein Kurzschluss in der Schaltanlage. Patrick, du übernimmst mit Zug 1 den G2 in der Laubenkolonie. Ich werde mit Löschzug Nummer 2 mich um das Feuer in Adendorf kümmern. Verstanden? Mhm. Aufsitzen. Gut. Gucke. Aber sehr schöne Fotos. Darf ich sie behalten? Aber natürlich. Das ist eine kleine Erinnerung an unser Jubiläumsessen. Schön. Und ich bin so froh, dass ich dafür nach Lüneburg gekommen bin. Und ich erst. Und Gunther, glaube ich, auch. Mhm. Setz dich. Die Gespräche mit Gunther, die tun mir so gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Vater eines Tages mit anderen Augen sehen kann. Hast du denn gar keine guten Erinnerungen an deinen Vater? Doch. Meine Kindheit auf dem Gut war wunderschön. Seit einem Gespräch mit Gunther geht mir ein Bild nicht mehr aus dem Kopf. Ich sitze auf der Schaukel und mein Vater und meine Mutter stehen lachend vor mir. Und aus meiner Perspektive gehen sie immer wieder hoch und runter und hoch und runter. Ich könnte das nicht. Was, schaukeln? Nein. Mein Leben tagtäglich für andere riskieren. Herr Segert hat wirklich einen gefährlichen Beruf. Ach so, ja. Und er soll ein sehr guter Tänzer sein. Gunther will mich mit ihm verkuppeln. Für den Tanzwettbewerb. Ja, er ist ein ausgesprochen guter Tänzer. Tja. Dann hast du Gunther auch nicht überreden können, teilzunehmen? Leider nein. Dabei bräuchte Thomas dringend einen Honoratioren als Zugpferd für seinen Wettbewerb. Und Herr Segert ist ja leider noch zu unbekannt in Lüneburg. Das wird aber nicht mehr lange dauern. So engagiert, wie er ist. Ah ja, warum? Er plant einen Tag der Jugendfeuerwehr. Richtig, Ben hatte sowas erwähnt. Gibt es schon ein Veranstaltungsprogramm? Zumindest gibt's Waffeln. Bevor ich überhaupt überlegen konnte, hat er mich schon fürs Backen und Verkaufen eingeteilt. Der Mann weiß, wie man die Frauen rumkriegt. Mhm. Dabei bin ich am Tag der Jugendfeuerwehr vermutlich gar nicht mehr hier. Jeff und ich müssen spätestens übermorgen zurück nach New York. Wie bitte? Aber das geht doch nicht. Herr Segert hat dir das Leben gerettet. Und jetzt willst du ihn mit seinen Waffeln im Stich lassen? Vergiss es. Sonst noch was?
Ja, ich muss einen Cocktailshaker nachbestellen. Einer ist verschwunden. Wir haben zwar noch welche, aber wenn richtig Betrieb ist... Aber wie kann denn ein Cocktailshaker einfach so verschwinden? Genau wie die Geschirrtücher. Als ich gestern Abend hier klar Schiff gemacht habe, da war er noch da. Das ist fast, als würde sich hier jemand nachts bedienen. Letztens stand eine Flasche Wasser mit einem Glas auf dem Tresen morgens. Ein unverschämter Gast. Hallo. Oh, hallo, Frau Rose. Frau Rose, ich freue mich schon auf die Flamenco-Show. Ja, ich mich auch. Oh, Sie gehen zu einer Flamenco-Show? Ja, die Karten habe ich beim Gewinnspiel von Biomertens gewonnen. Frau Rose lädt mich ein. Ja. Moment, schön. Ja, bitte, Rose. Und was machen wir jetzt wegen dieser ominösen nächtlichen Diebstähle? Also wir sollten vermehrt darauf achten, dass wirklich abends alle Türen hier abgeschlossen sind. Ja. Und wie wär's mit einer Überwachungskamera? Frau Rose, ist alles in Ordnung? Die Polizei hat mich angerufen, weil ich die Vorsitzende der Goldenen Scholle bin. Die gesamte Laubenkolonie wurde evakuiert. Alles abgesperrt. Warum das denn? Eine Bombe. Die müssen Hannes und Dennis gefunden haben. Beim Graben für die Schaukel. Oh je, also, da muss ich jetzt hin. Aber Frau Rose, das bringt doch nichts. Sie wird gar nicht durchkommen, weil alles gesperrt ist. Und gefährlich ist es auch. Wie wär's, wenn Sie mich mal ablösen? Gefährlich wär's. Kannst du durch? Ja. Hat die Polizei alle evakuiert? Wir sind allein. Gut. Ich muss nämlich mal. Na gut, wie kann ich helfen? Finger weg. Hm. Sie könnten mir ein Brot schmieren. Ich hab Hunger. Sie wollen mich loswerden, was? Ehrlich, ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchstehe. Sie gehen jetzt besser. Was hätten Sie denn gerne? Hä? Der Käse. Emmentaler. Gouda. In Spanien habe ich mal einen Ziegenkäse gegessen. Der war so scharf. Danach habe ich kein Gefühl mehr im Mund gehabt. Gibt's denn noch zum Einreiben? So ein Taubenkörper können hier zugebrochen. Sie schauen jetzt wirklich besser, als Sie hier wegkommen. Wir gehen hier zusammen weg. Herr Lüder, Herr Grabowski. Woher kennen Sie meinen Namen? Das ist Ihr Problem. Mein Name ist Patrick Mielitzer. Ich bin Einsatzleiter der Feuerwehr. Dem Jungen geht langsam die Kraft aus. Ja, wo bleibt der Kampfmittelräumdienst? Verdammt nochmal. Wird jeden Moment hier sein. Ja, das hat die Polizei auch gesagt, vor der Ewigkeit. Herr Grabowski, nur noch ein paar Minuten. Ich habe eh nichts Besseres vor. Herr Lüder, ich muss Sie bitten, zu den Kollegen hinter die Absperrung zu gehen. Ich lasse den Jungen nicht allein. Ich vertrete Sie hier, Herr Lüder. Gehen Sie schon. Die Männer, bevor Sie hier nicht verschwunden sind, darf der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit sowieso nicht aufnehmen. Herr Lüde, halten Sie die Profis nicht von der Arbeit ab. Sie passen mir auf den Jungen auf, ja? Sie können sich auf mich verlassen, Herr Lüde. Gut, fangt an. Du bist ja noch hier. Ja, ich habe mich noch ein bisschen umgesehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du so schnell wieder hier bist. Na, hätten wir nicht auf den Elektriker der Stadtwerke warten müssen, der den Strom abstellen musste, wäre es noch schneller gegangen. Darf ich mal hin? Die Stromzufuhr in dem Trafo hätte ich auch unterbrechen können. Ja, aber leider darf ich dich als nicht ausgebildeter Feuerwehrmann nicht zu Brandeinsätzen mitnehmen. Dann bilde mich aus. Wir können gute Männer gebrauchen. Okay. Was muss ich machen? Also, die Ausbildung beginnt mit dem Grundkurs Truppmann 1. Das sind die ganzen Basics, also technische Hilfsleistungen, Löschvorgänge, Dienstvorschriften und so weiter. Ist das viel Theorie? Naja, vor allem viel Zeit. Die Kurse, die finden am Wochenende und abends statt. Also, für die Ausbildung zum TM 1 musst du mit ca. 70 Unterrichtsstunden rechnen. Oh, hier auf der Wache? Nein, in Lüneburg gibt's leider noch keine eigene Feuerwehrschule. Aber der Oberbürgermeister und ich sind dran. 70 Stunden, ja. Kannst du das mit deiner Arbeit vereinbaren? Na ja, mit der Arbeit bei Windwald schon, aber dann bekomme ich meine Tochter ja gar nicht mehr zu sehen.
Ja, aber dafür wird sie stolz sein, dich in Feuerwehruniform zu sehen. Und vielleicht zieht sie ja nach ein paar Jahren nach. Du weißt, wir brauchen Nachwuchs. Und Direktor Segert, Patrick. Alles klar, gute Arbeit. Der Blindgänger wurde entschärft. Ein guter Tag heute. Das war leider nicht immer so. Dann. Hallo. War's erfolgreich? Ja, ich habe gerade unseren Investor aus Grozny nach Atlantic City eingeladen. Hat er zugesagt? Wird er, sobald er die Baustelle besichtigt. Und die Fenster? Ach, da hat die Bank Mist gebaut. Die Anzahlung ist noch nicht rausgegangen, aber ich habe den Dampf gemacht. Keine Ahnung. Entschuldigt die Störung, aber Thomas Jansen lädt heute Abend zu einem kleinen Abendessen und er lässt fragen, ob er nicht auch kommt. Eine Einladung beim Oberbürgermeister. Das wird sicher interessant. Ja, aber das ist eine private Einladung. Also keine Geschäfte und Handy aus. Selbstverständlich. Dann sage ich also Bescheid, dass er kommt? Ja, unbedingt. Wer wird denn noch dabei sein? Aus nur im engen Freundeskreis. Also Matthias Segert kommt zum Beispiel. Aber Moment, und ich habe heute Abend noch einen Telefontermin. Personalgespräch, glaube ich. Heute Abend? Ja, das ja. Ist eine Einladung beim Oberbürgermeister. Wenn wir unsere Leute nicht jetzt schon mit Optionen an uns binden, dann stehen wir bei der Eröffnung alleine da. Das ist die deutsche Seite meiner Frau. Immer korrekt. Ja, aber das ist ja sicherlich auch in deinem Interesse. Du brauchst mich doch gar nicht, um Spaß zu haben. Glaubst du das wirklich? Das weiß ich. Ich plane ein paar Buden mit Essen und Getränken, einen Infostand und natürlich etwas zum Anschauen und Mitmachen. Mitmachen? Naja, ich dachte dabei an einen Hindernisparcours, wo die Jugendlichen einen Schlauch auslegen müssen. Aha. Für die ganz Harten auch mit Atemschutzgerät. Ja, das weckt sicher bei den Jungs Interesse für die Feuerwehr. Ja, wir wollen aber nicht nur die Jungs begeistern. Wir brauchen auch Mädchen. Es ist nämlich so. Aktuell liegt die Frauenquote bei der Freiwilligen Feuerwehr Lüneburg bei unter 5%. In Kassel haben wir wirklich gute Erfahrungen mit den weiblichen Kameraden gemacht. Also gut, meine Unterstützung für den Tag der Jugendfeuerwehr haben Sie. Ich halte mir diesen Tag frei. Super. Dann müssen Sie mir jetzt nur noch sagen, dass wir die Immobilie für die Feuerwehrschule haben. Sieht gut aus. Heißt? Wir haben einen Vorvertrag. Wir müssen nur noch die nötigen Gelder durch die Stiftung einsammeln, um alles Ding festzumachen. Ja, zum Beispiel durch den Tanzwettbewerb. Sie haben schon von unserem Charity-Event gehört? Na klar. Es ist nur jammerschade, dass Gunther nicht teilnehmen will. Naja, ein bekanntes Lüneburger Gesicht würde uns schon helfen, aber wir können ihn ja nicht zwingen. Ja, stimmt. Ach, übrigens, haben Sie eigentlich den Grundriss der Schule? Ich würde nämlich gerne genauer in die Planung der Räume einsteigen. Ich lasse Ihnen die Pläne zukommen. Wir sehen uns heute Abend bei mir zum Essen. Ich freue mich drauf. Bis später. Tschüss. Ich dachte erst, Sie wollen mich verarschen. Sie waren beeindruckend ruhig. Ich hätte da draußen draufgehen können. So, jetzt trinken Sie erstmal einen Kaffee. Kriegen Sie wieder Farbe ins Gesicht. Hm? Alles in Ordnung? Gar nichts ist in Ordnung. Wenn das Ding hochgegangen wäre, hätten wir... Sie haben alles richtig gemacht. Sie waren da draußen wirklich gut. Ist die Granate jetzt entschärft? Die Männer vom Kampfmittelräumdienst haben den Zünder entfernt. Sie bringen die Granate jetzt zum Sprengplatz, wo sie kontrolliert gesprengt wird. Ich grabe nie wieder ein Loch. Was Sie da draußen gemacht haben, war zwar mutig, aber auch verdammt leichtsinnig. Ich habe ihm schon die Leviten gelesen. Ich würde das nächste Mal genauso handeln. Es gibt kein nächstes Mal. Der Schock sitzt ihm noch in den Knochen. Er sollte sich in ärztliche Betreuung begeben. So ein Schock kann Folgen haben. Ja, ich rede mit ihm. Frau Falkenstein, hallo. Sicher können wir uns treffen.
Und Sie, Dennis, nicht hinterhergehen? Ich dränge mich doch nicht nochmal auf. Ich habe meine Lektion gelernt. Oh, entschuldige, störe ich dich? Ich wüsste nicht, wobei. Ich wollte dich nur fragen, ob du schon mit Mathis Segert gesprochen hast. Ja, leider wird er nicht mit dir tanzen. Naja, er meint, es wäre nicht gerecht, wenn er als Branddirektor bei einem Wettbewerb im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung für die Feuerwehr teilnimmt und gewinnt. Oh, an Selbstbewusstsein mangelt es ihm offenbar nicht. Hm. Was ist das? Ein Versuch. Ein Versuch? Also ein sehr privater Versuch. Das sind Tanzschritte. Du übst eine Linksdrehung. Ja, ein Walzer. Gunther, ich danke dir. Ich freue mich so. Ja, leider wird's nichts helfen. Keine weiteren Ausreden. Ja. Bei dieser Veranstaltung kann man eine Reise eine Woche lang in ein Angelisted Hotel gewinnen. Und ich als Vorsitzender kann da unmöglich dran teilnehmen. Aber stell dir mal vor, wir gewinnen. Zeig mal deine Drehung. Keine Gefahr. Ja, ich meine, selbst wenn wir gewinnen würden, wir könnten doch den Preis einfach an das zweitplatzierte Paar weiterreichen. Oder? Es geht doch vor allem darum, dass wir Spaß haben und dass Thomas seinen Honoratioren bekommt, mit dem er die Werbetrommel rühren kann. Übst du mit mir? Klar. Entschuldige. Ups. Finde ich übrigens super, dass du mit Merle zum Wettbewerb antrittst. Ja, ist mir schon klar, dass du gerne mit meiner Nase bei diesem Charity-Wettbewerb werben möchtest. Ich möchte die Feuerwehrschule so schnell wie möglich an den Start bringen. Ich soll dir schöne Grüße von Sydney bestellen. Sie wird es zum Essen leider nicht schaffen. Termine. Ach, schade. Und was mit ihrem Mann? Der Chef lässt sich doch ein Essen mit dem Oberbürgermeister nicht entgehen. Das wird er sein. Ach, Herr Segert, kommen Sie rein. Danke nochmal für die Einladung. Ja, bitte, bitte. Nur rein in die gute Stube. Hallo Gunther. Hallo Mathis. Ich habe übrigens gute Neuigkeiten. Ich habe mit dem Besitzer der Immobilie gesprochen. Er hat mir zugesagt, die Gebäudepläne so bald wie möglich zu schicken. Sehr gut. Wie ist die Wohnung, die Sie sich angesehen haben? Sehr schön, aber leider zu groß für mich alleine. Oh. Hey Thomas. Hey Ben, hi. Ach so, das bist du. Hallo. Hi. Na? Ja, du, ich dachte, du hast Lust, das Spiel zu schauen. Ja, ich habe Gäste zum Essen, aber du kannst gerne bleiben. Du kochst? Nein, es gibt doch kalte Küche, also Salat, Brot und Dips. Oh. Ich habe oben, glaube ich, noch eingelegte Heringe. Die könnte ich beisteuern. Hm. Es sei denn, ihr wollt lieber Chips. Denn Heringe klingen doch gut. Alles klar, dann gehe ich kurz nach oben. Hm. Läuft doch schön unkompliziert hier in Ihrer Hausgemeinschaft. Naja, Stress haben wir ja alle im Beruf genug. Ja. Schön, dass Sie noch mal Zeit für mich haben. Kein Problem. Sie wollen mehr über die Freiwillige Feuerwehr erfahren? Da helfe ich gern. Also inzwischen habe ich ja eingesehen, dass die Schule in der Nähe der Wache angesiedelt sein sollte. Muss. Okay, muss. Leider ist die Realisierung der Schule eine Frage der Finanzierung. Der Ankauf der Immobilie darf der Stadt keine Mehrkosten verursachen. Da bin ich leider der falsche Gesprächspartner. Ich habe weder Ahnung von den Finanzen der Feuerwehr noch von denen der Stadt. Aber Sie wissen, dass Geld für die neue Schule benötigt wird. Ich weiß vor allem, dass die Schule benötigt wird. Wir haben echtes Nachwuchsproblem. Wir haben eine Schule in Niedersachsen, in Leuba-Oldenburg. Frau Falkenstein, das ist 200 Kilometer entfernt. Erzählen Sie meinem Familienvater, dass er ein halbes Jahr lang 4 Stunden täglich fahren soll, um einen Kurs zu besuchen. So bekommen wir keine freiwilligen Feuerwehrleute. Ein halbes Jahr. Mhm. So lange? Wir sprechen aber immer noch von einem Ehrenamt. Trotzdem benötigen die Leute eine fundierte Ausbildung. Wollen Sie sich von jemandem retten lassen, der sich nur einen Helm aufsetzt, weil es gut aussieht? Was ist denn mit der Jugend? Sehen Sie nicht eine Chance darin, Jugendliche an das Thema Feuerwehr zu bringen? Klar,
Jugendliche sind unsere Zukunft. Ich unterstütze die Jugendfeuerwehr in Ochtmissen mit großem Erfolg. Sollten Sie und Ihr Branddirektor ein solches Projekt in Ihrer Wache starten, dann werde ich Sie unterstützen, wo auch immer ich kann. Der Ansatz ist nicht verkehrt, aber das kann ich nicht entscheiden. Natürlich. Wenn es hilft, schaue ich morgen in der Wache vorbei und spreche mit Herrn Segert darüber. Das ist sicher eine gute Idee. Wie habt ihr ja nicht kennengelernt? Also ihr beiden. Ich bin mit Gunthers Cousine verheiratet. Ja, und er ließ sich absolut nicht abschrecken, obwohl ich nächtelang mit ihm in Frankfurt um die Häuser gezogen bin. Ja, Ebbelwoi und Handkäs mit Musik. Oh, das wird Jeff sein. Ach, der Texaner, dessen Frau du aus meinem Schuppen gerettet hast? Ja, der Mann meiner Schwester. Der Mann meiner... Komm rein. Hallo. Hat leider geschäftlich zu tun. Tut mir leid, ich bin zu spät. Vergiss immer wieder, dass das hier als unhöflich gilt, danke. Ist kein Problem. In den Staaten denken die Leute, man ist übereifrig, wenn man nicht mindestens 15 Minuten draufschlägt. Immerhin haben wir Ihnen noch ein paar von den eingelegten Heringen übrig gelassen. Wunderbar. Schwarzbrot und Heringe, das Beste an Deutschland. Und der Grund, warum ich eine Deutsche geheiratet habe. Oh, ich hoffe, es gibt da noch ein oder zwei Gründe mehr. Das deutsche Bier. sagen Sie, Herr Janssen, sind Sie Thomas der Bademeister? In den meine Frau als Teenager so verliebt war. Was? Also, davon weiß ich nichts. Thomas, du hattest schon immer Schlag bei Frauen, das weißt du doch. Aha. Muss ich mir Sorgen machen? Ja, absolut nicht. Wie bitte? Gefällt Ihnen meine Frau etwa nicht? Doch, aber ich kenne die Waffengesetze in Texas und da lasse ich lieber die Finger von Ihrer Frau. Nein, also es ist unbestreitbar, dass Sydney eine attraktive Frau ist. Und solange kann ich keine Schaukel bauen? Naja, Sicherheit geht vor, ich weiß. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn es ein bisschen schneller gehen würde. Ja, danke schön. Wiederhören. Fertig? Was? Die Schuhe meinen. Oh Gott, haben Sie mir einen Schreck eingejagt. Sind wir jetzt ja quitt? Nein, nein, ich habe Ihnen keinen Schreck eingejagt. Das war die Granate. Hätten Sie mir nicht gesagt, was ich in den Händen habe, hätte ich überhaupt keinen Schreck bekommen. Oh, Ihr Vergleich hinkt. Die hat meinem Opa gehört. Sie mögen gemahlenen Kaffee, mit der elektrischen, da geht schneller als mit Ihrer Handmühle. Und Sie würden mir die überlassen? Müssen Sie nur reparieren. Ah ja, aber ich bin Schuhmacher. Von Elektrik habe ich keinen blassen Schimmer. Habe ich fast befürchtet. Ja. Geht mir leider ähnlich, sonst hätte ich sie schon längst repariert. Also wenn Sie nur einen Vorwand gebraucht hätten, um hierher zu kommen, dann hätten es die reparierten Schuhe auch getan. Wusste ja nicht, ob Sie fertig sind. Moment. Bitte. Sehen gut aus. Ja, wie neu, ne? Danke. Für alles. Ist ja alles nochmal gut gegangen. Wäre es wahrscheinlich nicht, wenn Sie nicht bei mir geblieben wären. Ich habe da eine alte Lampe, die müsste gelötet werden. Soviel ich weiß, wissen Sie ja da Bescheid. Ja, her damit. Okay. Bitte. Von unten. Ich mache Ihnen einen Sonderpreis. Unter Freunden. Wo ist denn dein Kleiner heute Abend? Zu Hause. Edda lernt für die Berufsschule, da kann sie ja nebenbei auf ihn aufpassen. Ich habe mir heute Abend mal freigenommen. Solltest du die Zeit nicht nutzen, um mit Gunther tanzen üben? Nein. Heute bin ich einfach mal faul. Außerdem ist Gunther bei Thomas. Es hat mich gewundert, dass du ihn überhaupt noch rumgekriegt hast. Dein armer Bruder ist einfach zu gutmütig. Sag mal, wolltest du nicht auch zu dem essen bei Thomas? Was soll ich in einer Männerrunde? Da trinke ich doch viel lieber was mit dir. Ups, oder mit allen zusammen. Wir sind auf der Suche nach einem Absacker. Ein Absacker nimmt man an der Bar, oder? Ja, solange man noch stehen kann. die Runde geht auf mich. Und ich möchte gerne auf The Castle trinken. Und eins ist klar, ihr seid alle
nach Atlantic City eingeladen. Oh. Wo euch diese wundervolle Frau in ihrer Funktion als Managing Director empfangen wird. Die Einladung gilt natürlich auch für dich, Merle. Okay. Wenn du mir da drüben ein Kindermädchen besorgst, dann komme ich noch dieses Jahr. Ich freue mich riesig. Aber Sie nehmen noch einen letzten Drink mit uns. Die Bar ist geschlossen. Ja, aber die Minibar auf unserer Suite ist rund um die Uhr geöffnet. Ich glaube, für heute reicht's. Und Herr Segert hatte bestimmt einen anstrengenden Tag. Ihre Frau hat recht. Ich sollte gehen. Ja, aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr über diesen Tag der Jugendfeuerwehr erfahren, den Sie planen. Fragen Sie Ihre Frau. Sie hat sich als Helferin angeboten. Ach, davon hast du mir gar nichts erzählt. Ich habe mich fürs Waffelbacken eingetragen. Oh, dann hoffen wir mal, dass wir bis dahin noch da sind. Sydney backt nämlich die besten Waffeln der Welt. Und das tut sie nicht für jeden. Das ist nicht wahr. Na, wann hast du das letzte Mal für mich Waffeln gebacken? Muss ich etwa eifersüchtig werden? Du musst mich nur drum bitten. Bitte. Nicht jetzt. Auf der Suite habe ich kein Waffeleisen und ich bin jetzt auch etwas müde. Hat mich sehr gefreut. Ebenfalls. Schönen Abend. Netter Kerl. Und ich dachte, die ganze Truppe findet überhaupt kein Ende. Hat jemand was mitgehen lassen? Du meinst unseren Oberbürgermeister? Nein, wenn wir unseren ominösen Dieb stellen wollen, dann müssen wir noch ausharren. Weißt du was? Dann übernehme ich die erste Wache. Klar, so siehst du aus. Ja, aber fitter als du. Naja, es war ein langer Tag und die Nacht haben wir auch kaum geschlafen. Aber dafür haben wir sie gut genutzt. Ich habe dich in Mühle besiegt. Nur ein einziges Mal. Ja, aber wer das letzte Spiel gewinnt, der ist nun mal Tagessieger. Das ist so. Sicher. Stimmt das nicht? Es ist nicht abgeschlossen. Ist das schlimm? Naja, Frau Sarah Varkus und ich haben gerade heute besprochen, dass wir da verstärkt drauf achten müssen, weil nachts immer wieder Sachen verschwinden. Ein Einbrecher. Der seelenruhig am Tresen sitzt? Hallo? Bei Ihnen alles in Ordnung? Vielleicht sollten wir doch Hilfe rufen. Das ist meine Bar. Hier kann ich allein für Ordnung sorgen. Eine Flasche Wasser kostet 6 €. Theo? Was machst du hier? Geht's ihm gut? Zumindest lächelt er. Theo! Sprich mit mir. Sag mal, willst du mich Ich hatte mal eine Freundin, die war Schlafwandlerin. Glauben Sie wirklich? Ja, ja. Die ist sogar im Schlafauto gefahren. Und wo will er dann jetzt hin? Nach Hause? Wir können ihn nicht allein gehen lassen. Was ist, wenn er vor ein Auto läuft? Ja, also das wäre schlimm. Sorry, Frau Rose.
Wir müssen Ihren Mitternachtsdrink verschieben. Ja, natürlich. Theo? Theo? Oh, das war aber eine lange Dusche. Es war ja auch eine kurze Nacht. Ich weiß, keine Geschäfte beim Essen. Aber heute muss ich das Handy leider anlassen. Erwartest du einen Anruf? Ja, von unserem Investor aus Grosny. Mhm. Tag. Oh, Herr Segert, ja, möchten Sie mit uns frühstücken? Danke, ich bin nur auf ein Espresso hier. Den nehme ich immer nach meiner morgendlichen Runde. Und dann geht's auch schon gleich auf die Wache. Oh, entschuldig mich. Es könnte wichtig sein. Dann nehmen Sie Ihren Espresso doch wenigstens mit mir. Sie wollen doch eh nur wieder vorkosten. Dürfte ich einen Espresso haben, bitte? Gerne. Sie backen also die besten Waffeln der Welt. Das ist maßlos übertrieben. Dann darf ich mich aber trotzdem geehrt fühlen, dass Sie sie für mich backen. Na gut, ich meine natürlich für die Feuerwehr. Verlassen Sie sich nicht allzu sehr auf meine Backkünste. Ich habe sie als Highlight des Fests eingeplant. Ich fürchte, ich könnte Sie enttäuschen. Das können Sie gar nicht. Womöglich sind mein Mann und ich am Tag der Jugendfeuerwehr gar nicht mehr hier. Tja. Geht's dir? Es geht mir gut. Was machst du auf meiner Couch? Wir haben uns heute Nacht getroffen im Carlas. Ich war heute Nacht nicht im Carlas. Ich werde ja wohl wissen, was ich heute Nacht gemacht habe. Ich habe hier geschlafen. Friedlich. Du bist ins Carlas gegangen, hast dir eine Flasche Wasser geschnappt, dann hast du dich an den Tresen gesetzt, etwas debil gelächelt und dann bist du nach Hause in dein Bett. Okay, was ist das jetzt bitte für eine Nummer? Daran würde ich mich ja wohl erinnern. Das ist das Spannende an der Geschichte. Du hast die ganze Zeit über geschlafen. Du meinst, ich bin geschlafwandelt? Aha. Ach, du, nicht schon wieder. Machst du das öfter? Ja, früher als Kind, hat man mir zumindest erzählt. Das erklärt natürlich auch, warum ich in den letzten Nächten mit schmutzigen Füßen aufgewacht bin. Genau, du hast deine Socke hinter meinem Tresen vergessen. Sorry. Schlimmer war, dass du mir meinen Lieblingsflaschenöffner geklaut hast. Unseren Shaker und unsere Handtücher habe ich übrigens auch hier in eurer Küche gefunden. Kommt nicht wieder vor. Es erklärt aber immer noch nicht, wie du auf meine Couch kommst. Hätte ich dich allein schlafend nach Hause gehen lassen sollen? Naja, die letzten Nächte habe ich ja auch überlebt. Es hätte was passieren können. Außerdem wollte ich dafür sorgen, dass du nicht nochmal abhaust. Also, du hast dich um mich gesorgt. Hättest du auch. Und wie machen wir das jetzt in Zukunft? Wirst du jede Nacht hier schlafen? Ich meine, ich hätte kein Problem damit. Also, komm doch zu mir ins Bett, da ist ein bisschen... Theo, dann besorge ich lieber Handschellen und kette dich ans Bett. Naja, das ist doch auch eine Idee. Vergiss es. Frühstück. Okay. Frau Feigenstein. Hallo. Sie haben Verstärkung mitgebracht. Herr Segert ist leider noch nicht hier. Wir können ja schon mal anfangen. Ich dachte, wir sprechen über den Aufbau der Jugendfeuerwehr. Ja, der Herr wird nur nebenbei ein paar Fotos für die Zeitung schießen. Für die Zeitung?
Na, wir müssen das Projekt ja bewerben. Wir waren zu einem informellen Gespräch verabredet. Die Presse hat hier nichts zu suchen. Sie werden den Mann gar nicht bemerken. Sowas muss mit dem Chef abgesprochen werden. Publicity ist auch in Herrn Segerts Sinn. Ah, fragen wir ihn. Hey Patrick. Moin Mathis. Was ist denn hier los? Frau Falkenstein wollte mit uns über den möglichen Aufbau der Jugendfeuerwehr sprechen. Allerdings hat sie mir nicht gesagt, dass sie einen Pressefotografen mitbringt. Ich möchte auch Werbung für die Freiwillige Feuerwehr machen. Das stimmt, die Freiwillige Feuerwehr braucht Aufmerksamkeit. Aber darum kümmere ich mich selbst. Das war's, ich kann gehen. Herr Segert. Worum geht es Ihnen eigentlich wirklich hier? Um das Wohl aller. Pressetermine werden generell mit mir abgesprochen, damit das klar ist. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Können wir dann jetzt ein... Muss ihr wirklich keine Sorgen machen. Mir geht's gut, alles wunderbar. Okay. Wenn du hier wieder auf der Couch schlafen willst, überhaupt kein Problem. Ja, muss ich nicht. Wenn du mir versprichst, die Einrichtung des Carlas in Ruhe zu lassen. Wie gesagt, kommt nicht wieder vor. Oh. Sag mal, warum hast du mich eigentlich nicht geweckt? Deine Vorstellung hatte durchaus Unterhaltungswert. Ach, bin ich sogar noch fast besser. Und dann war da noch dieses selten dämliche Lächeln. Ich hätte ein Foto machen sollen. Das kannst du ja noch nachholen. Wie sah es aus? Ungefähr so? Ein anderes Mal. Ich muss los. Wir sehen uns an der Bude. Unbedingt. Tschi. Bis dann. Ja? Hat Kim hier geschlafen? Ja. Sie hat mich beim Schlafwandel im Carlas erwischt und nach Hause gebracht. Schlafwandel? Das ist mal originell und kreativ. Das war nicht kreativ, das war echt. Was? Dich hat's ja ganz schön erwischt. Wenn du sogar schon im Schlaf nach Kim suchst. Absurd, oder? Da zerbreche ich mir den Kopf, wie ich die Frau rumkriege und erobere sie sozusagen im Schlaf. Da lief doch noch was. Nein, noch nicht. Aber sie hat die ganze Nacht hier geschlafen und will sich jetzt trotzdem wieder mit mir verabreden. Jetzt an der Bude. Also... Ja. Was machst du hier? Ach, ich freue mich auch, dich zu sehen. Entschuldige, aber ich muss einen neuen Hoteldirektor und einen neuen Empfangschef einstellen, weil ich, Idiot, meinen Sohn falsch angepackt habe. Hast du mit Patrick über seine Kündigung noch mal gesprochen? Bringt nichts. Ich war gerade auf der Wache. Er wirkt auch nicht gerade glücklich mit seiner Situation. Ich hatte den Eindruck, er erwartet, dass du einen Schritt auf ihn zugehst. Was hast du auf der Wache gemacht? Rein kommunalpolitisches Interesse. Wenn du willst, kann ich zwischen dir und deinem Sohn vermitteln. Wieso mischst du dich eigentlich bei Patrick und mir ein? Was hast du davon? Im Gegenzug könntest du ein gutes Wort bei ihm einlegen. Ich brauche ein Foto von mir mit glücklichen Feuerwehrmännern. Das war ja klar, dass du nicht uneigennützig handelst. Wir hätten beide was davon. Wir sind ein hervorragendes Team. Entschuldige, dass ich dich vorhin allein gelassen habe, wegen des Anrufs aus Grozny. War das Gespräch erfolgreich? Ja. Dann fliegen wir bald wieder zurück in die USA? Das klingt ja beinahe, als wolltest du hier schnell weg. Du bist doch derjenige, der es eilig hat. Hey. Hallo. Und, du kommst klar? Danke, dass ich das Büro nutzen darf. Ist nicht mehr lange. Wann geht's zurück in die Staaten? Ist gut möglich, dass ich die nächsten Tage noch mal nach Grozny muss. Da wäre es Unsinn, vorher nach Hause abzureisen. Ich dachte, der Investor kommt zu uns und zieht sich The Castle vor Ort an. Wird er. Ich möchte gerne in Atlantic City sein, wenn die Fenster eingebaut werden. Lass uns später drüber reden, ja? Entschuldige mich. Alles in Ordnung bei euch? Ja, alles bestens. Das sah aber eben gerade anders aus. Ist eine etwas stressige Zeit. Für mich macht es auch keinen Sinn, ständig zwischen den Staaten und Europa zu pendeln. Zumal er ja eh nach Tschetschenien muss.
In The Castle steckt meine komplette Energie, mein Vermögen und meine berufliche Zukunft. Ich muss mich 100% drauf konzentrieren können. Ich kann das am besten vor Ort. Tada! Ich hoffe, wir genügen deinen Ansprüchen. Wie schmeckt mich? Ist dein Rezept? Ja. Ich musste nur gerade an dein Lächeln von heute nachdenken. Ja, wahrscheinlich habe ich von dir geträumt. Tickets fürs Hamburger Tennisturnier? VIP-Tickets. Ich dachte, du willst dich drücken. Naja, komm, Wettschulden sind Ehrenschulden und deine Smoothies haben fair gewonnen. Wird sicher lustig. Aber bist du nicht an dem Turnierwochenende mit deinem Bruder verabredet? Wie hieß er noch? Lutz. Nee, aber habe ich verschoben, ist alles gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Übernachtungsfrage klären. Einzelzimmer sind natürlich in Ordnung, aber... Was wird das denn jetzt? Naja, Kim, ich glaube, du hast es schon gemerkt. Ich habe mich in dich verliebt. Ich das hasse. Theo. Ich mag dich. Ich hab Spaß mit dir, aber... Aber mehr ist da nicht. Es tut mir leid. Die Immobilie hat den Eigentümer gewechselt. Was? Das können die doch nicht machen. Können sie schon. Ich frag mich nur, was der neue Eigentümer von dem Deal hat, wenn er noch nicht einmal etwas auf den Kaufpreis draufschlagen kann. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich weiß, dass ich deinen Bruder mit unseren Geschäften in Ruhe lassen sollte, aber ich hätte ihn wahnsinnig gerne im Castle an Bord. Sydney, lass mich nur noch einmal nachhaken. Ja, Lichtenhagen hier. Ich habe eine Mail von Ihnen bekommen, dass Ihre Datenbank gehackt wurde. Stimmt das? Und alle Namen wurden entschlüsselt? Auch meiner?